Hallo Leute, mein Name ist Peter. Ihr guckt euch AVA Media Kanal an. Heute wieder ein Montagevideo, da unsere Heizung komplett kaputt ist, hat der Therapeut auch gesagt, wir sollen etwas machen, was uns Lust macht. Daher werden wir heute diese Bosch TR8501i Wasserdurchlauferhitzer montieren, damit wenigstens wir warmes Wasser haben zum Duschen. Guckt euch nicht rum, es ist ein riesen Chaos und das Gerät ist leer. Haha. Nee, wir sind nicht blöd. Wir haben schon einiges zerlegt und ausgepackt und Kabel und Schutzschalter und Verbindungsstücke gekauft, weil wir heute so weit kommen wollen wie nur möglich. Heute ist es auch ein Test von der neuen GoPro 10 Black, die ich gekauft habe. Also ihr habt jetzt kein Port-Mikrofon in meinem Nacken. Ich bin auch interessiert, wie viele Lautsprecher oder Mikrofone werde ich mit meinem Hand zuhalten. Wichtiges Disclaimer. Ihr solltet es absolut mit eurer Elektriker machen und mit eurer Wasserheizungsinstallateur. Ich habe zwei Masterdiplomen, eine unter anderem aus Maschinenbau. Ich weiß einigermaßen, was ich tue und ich habe auch mit meinem Elektriker heute schon konsultiert. Also wie gesagt, heute werden wir erstmal den Stromteil machen. Also ich zeige euch erstmal, was das Problem ist. Wir schalten den alte Heizung wieder ein. Der Heizung ist in der Speise, in der Küche sind schon Teile der neuen Durchlauferhitzer montiert. Und das Problem ist, dass der Heizung auf rote Störung ist. Das ist eine Junkers ZR18-2ADE. Du drückst auf den Knopf. Wir hören, dass er zünden versucht. Nee, oder? Nee, oder? Aleco mio! Glaub mir, zwei Wochen lang konnten wir es nicht starten. Wahrscheinlich in einer halben Stunde geht er wieder auf Störung. Hauptsache, er geht wieder auf Störung. Der rote Ampel geht an. Und wir haben kein warmes Wasser. Was wir machen, ist, dass wir hier an dieser Wand, weil der Unterverteiler ist auf der anderen Seite, werden wir den Durchlauferhitzer montieren, wie das Ganze funktioniert. Der Heizung hat hier unten rechts eine Ventil. Dadurch entscheidet er, ob er heizen oder Warmwasser machen möchte. Wenn er auf Heizungsmodus ist, dann geht der Warmwassergleich in den Boden zu den Heizkörper. Sonst kommt Warmwasser hier an. Das ist der Rückluft zum Boiler. Hier kommt der kaltes Wasser aus dem Netz an, Frischwasser. Und hier geht der Warmwasser in die Anlage raus, also Dusche, Bad etc. Wir werden halt diese Manschetten hier lösen und an diese Punkte unsere neue Anlage mit Flexschläuche anschließen. Ja, absolut unprofessionell. Aber das ist auch erstmal eine Übergangslösung, bis wir eine neue Heizkessel haben. Jetzt gehen wir nicht rein. Für eine neue Heizkessel müsste der Schornstein saniert werden. Der Eigentümerversammlung ist extrem langsam und wir brauchen heißes Wasser. Cool. Kabel. Jedes Gerät sollte eine Dokumentation dabei haben, welche Durchmesser vom Kabel zu verwenden ist. Es gibt auch Tabellen auf das Internet und wir nehmen laut Anleitung von das Gerät den 6 Quadratmillimeter Kabel. Was geil ist auf dieses Gerät ist, das seht ihr erstmal hier, du kannst es einstellen, ja, jetzt nicht. Also, du kannst einstellen, ob er 50, 15, 18 oder 21 kW aufnehmen soll mit diesen
Jumpers hier. Voll geil. Wir werden natürlich von oben nach von unten nach oben arbeiten. Also jetzt werden wir noch den Wasserkreis nicht trennen. Erst machen wir Löcher, da wir nicht genau wissen, wo wir auf der anderen Seite ankommen. Wir haben eine 8er und eine 22er Bohrer da. Wir machen entweder hier, hier, hier oder hier die Löcher. Also erst gehe ich mit dem 8mm Bohrer durch und dann sehen wir, wo wir ankommen auf der anderen Seite. Perfekt, genau da wollten wir diesen Anschluss haben. Jetzt können wir das Loch entweder mit dem 8er größer machen, mit dem 20er größer machen, wenn diese Kabel durch dieses kleine Loch nicht durchgehen würde. Aber auf den ersten Blick wird das nicht klappen. Der Bohrer ist viel dünner. Also jetzt der Ganze mit dem 20er. So, der Rüssel ist schon hier, Loch ist da. Der nächste Schritt, wir schneiden ein bisschen von dieser kleinen Gummi ab. Da ziehen wir den Kabel durch, ne? Der geht so auf den Wand drauf. Ihr habt noch hier zwischen diese zwei Punkte diese kleine Kunststoffschrauben da. Die sind da, um später das Gerät besser einstellen zu können, wenn es schon an der Wand ist. So. Jetzt schneiden wir das ab und dann markieren wir die Bohrlöcher auf dem Wand drauf. Also der Halter von den Durchlaufer ist schon an der Wand befestigt. Der Kabel kommt durch. Der nächste Schritt wäre, den Innenleben rein zu klipsen. Allerdings original sollten die Röhre aus dem Wand kommen dahinter. Ich werde jetzt meine Flex-Schläuche vorher montieren und erst dann den ganzen Einsatz einklemmen, damit ich mehr Platz zum Arbeit habe. So, aus der Maschine, Durchlauferhitze, sollte ja das Rohr von hinten aus der Wand ankommen. Da wir jetzt in der Wand keinen Schlauch haben oder Rohr, wir werden mit solchen Schläuchen die Bestandsverbindungen abklemmen und wieder an der Maschine anklemmen, brauchen wir gleich mit einer L-Winkel anzufangen. Ich werde das euch nur an einer dieser Winkel zeigen, aber jede einzelne Gewinde werde ich genauso behandeln. Was brauchen wir dafür? Ich benutze den genialen Loctite 55, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch heißt, so eine Dichtungsband und ein oder zwei Pumpenzange werden wir noch brauchen. Erstmal, wie bringen wir den Loctite auf die Gewinde drauf? Sehr wichtig, der Gewinde ist in eurer linken Hand. Ihr fasst das Dichtung an der Gewinde und ihr legt in eine kreisförmige Bewegung weg von euch, also positive Richtung, jeweils eine Gang Loctite in die Gewinde. Wenn ihr unten ankommt, dann mache ich normalerweise noch drei
maximal 4 Sicherungsrunden. Und zack. Jetzt schneller auf der andere Gewinde. Loch tight anhalten. Im linken Hand ist der Gewinde und ihr macht kreisförmige Bewegungen weg von euch, von unten nach oben. So. Und jetzt können wir sicher sein, dass der Gewinde nicht tropfen wird. Ich werde noch zuzüglich, jede dieser Manschette hat auch eine Gummidichtung drin, aber als Sicherheit werde ich noch einmal halb Zoll schwarzes Gummiring reinlegen, nur zur Sicherheit. Haha! Wir haben warmes Wasser! Ich zeige euch mit Absicht den Elektromontage nicht, weil ihr sollt diese Arbeit mit einer Elektrik ausführen lassen. Ich bin ein Diplom-Ingenieur, ich weiß mehr oder weniger, was ich hier mache. Wenn ihr lachen wollt, ich wurde von dem Strom geschlagen, weil ich blöderweise hier auf die Ader so mit dem Hand drauf gekommen bin, also nicht drauf gegriffen, sondern ich war nur tollpatschig. So habe ich es angeschlossen, seine Automaten, da geht der Kabel durch. Jetzt ist es natürlich alles noch ausgeschaltet, ich habe es schon aber schon getestet. So, und hier drinnen. So sieht der gute Ding aus. Also hier ist der Warmwasser angeschlossen. Hier ist der Kaltwasser. Das Gerät kam mit einem Sperrventil. Natürlich war dieser eine Gewinde 3/4 Zoll, alles andere halb Zoll. Also ich müsste noch eine 3/4 Zoll Gewinde Gewindetausch aus dem Baumarkt holen. Aber dann haben wir alles angeschlossen. Das dreht sich noch so rein, wenn ich soweit bin, wenn ich den Deckel darauf machen möchte. Nichts tropft. Alles ist getestet. Gleich gehen wir ein bisschen Detail. Hier sind die Jumpers, diese schwarzen. Und hier ist der weiße Stecker für diese Kabel, was auf dem Front so rauskommt. Und wir sprechen ein bisschen über die Jumper, damit ihr versteht. So, hier ist die Bedienungsanleitung. Natürlich haben wir die Bedienungsanleitung gelesen. Und folgendes. Von diesem Gerät gibt es drei Varianten. 11 bis 13 Kilowatt, 15 bis 21 Kilowatt und 21 bis 27 Kilowatt. Aufpassen, in Deutschland, wenn ihr ein Gerät über 12 Kilowatt anschließen wollt, dann braucht ihr die Zustimmung von dem Stadtwerke. Hier, die Jumper sind nummeriert. Der erste Jumper, Jumper 1, ist immer drin. Jumper 2 und 3 regelt, wie viel Strom das Gerät aufnimmt. Hier bei mir, ich habe jetzt nur keine Jumper in 2 und 3 reingesteckt. Also mein Gerät nimmt nur 15 kW auf. Reicht völlig aus. Der nächste Jumper-Reihe regelt, wie warmes Wasser ihr machen könnt. Das sind die Jumper 4 und 5. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Tatsächlich habe ich erstmal keine Jumper reingelegt und ich könnte den Wasser nur bis 42 Grad aufdrehen. Das war noch nicht warm genug. Also ich habe den Jumper 5 reingelegt. 48 ist der maximale einstellbare Wassertemperatur und das ist tatsächlich eine sehr angenehme Wassertemperatur. Man könnte statt 5 4 nehmen, dann könnten wir bis 53 Grad den Wassertemperatur stellen oder man legt beide Jumper rein und dann kann man bis 60 Grad den Wasser ausnehmen. Aufpassen, je mehr hier ihr anstellt, hier oder hier, desto mehr Strom wird das Anlage verbrauchen. So, und jetzt gehen wir, ich baue euch den Deckel zusammen und wir testen es einmal. So, wir sind soweit. Wir haben den Deckel montiert. Alles ist schön
fertig. Man muss nur noch sauber machen und Ordnung schaffen, weil so sieht alles aus. Erna! Ja, sie ist nicht zu Hause. Also dann muss ich alles selbst machen. Aber es funktioniert. Wenn ich den Heißwasser aufmache, dann zeigt er an, wenn er in der richtigen Ansicht ist, dass er gerade heizt. Der blaue Balken zeigt, wie toll er jetzt gerade heizt. Wo ich das auf 32 Grad hatte, dann war hier noch eine kleine blaue, sag schon, Lichtfeder, Blatt, dass es im Ökomodus ist, aber funktioniert perfekt. 48 Grad habe ich es jetzt eingestellt und das Wasser ist heiß, heiß. Es funktioniert! Also, wenn das Video euch gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal, teilt dieses Video bitte mit euren Freunden, liked, disliked und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!